musst einfach wach sein. Und das waren sie halt leider Gottes mal wieder nicht. Warum sollst du das wegen so einer Scheiße einknicken oder anders Fußball spielen? Das macht für mich keinen Sinn. Es hat nicht sein sollen gestern, aber man kann mehr als zufrieden sein mit der Leistung. Der helle Wahnsinn. Wie du solche Elfmeter pfeifst. Es gab keine klare Einstellung, wo du sagen kannst, yo, der ist auf jeden Fall an der Hand. Also schon allein, dass man da überhaupt drüber diskutiert, dass der an der Hand war oder nicht. Junger Vater. Also was war das für ein Spiel? Und vor allem, wieso lag die Punch am Ende? Gonzalo Castro. 3:2. 92. Minute. Gonzalez bricht da unten durch, setzt sich durch. Habe ich es nicht im Podcast schon angekündigt, dass wir das Spiel verlieren werden? Es hat einfach zu perfekt ins Schema reingepasst, dass wir dieses Spiel verlieren werden. Und es bleibt einfach dabei. Seit dem Wiederbeginn von Corona haben wir kein einziges gutes Spiel gemacht. Ich bleib dabei. Diesmal im positiven Sinne, was zur Hölle war das? Das hätte, glaube ich, keine Sau erwartet. Ich glaube, hätte mir irgendwer nach dem KSC-Spiel gesagt, du bist komfortabel am letzten Spieltag auf dem zweiten Platz aufgestiegen. Ich hätte den so hardcore ausgelacht. Das muss mir einer erzählen, wie sowas passiert. Und ein Moinsen zu diesem Podcast-Review-Teil zum Spiel gegen Freiburg und der Preview-Teil zum Spiel gegen Mainz am Wochenende, Samstag 15:30. Alles hier stand vom Mittwoch, 23.09. 12.30 Uhr, 13 Uhr rum. Was ich bis dahin so angesammelt hat, natürlich auch ein paar, sagen wir, externe Infos, die jetzt nicht genau irgendwie was mit Spielen zu tun haben, aber eben im VfB oder mit diesem Kanal. Ja, gehen wir ins Spiel rein. Taktische Aufstellung. Aufstellung fand ich so in Ordnung. Ne? Ich bin ja, ist ja leider so, wo wir diesmal eigentlich gegen Rostock war es schlimmer. Kleiner Davi-Hater bin. Und auch gerne vorne, oder wenn ich halt so Castro und die Davi angucke, klar, Castro ist jetzt halt Kapitän, ne, also auch wenn es heißt, er hat keine Stammplatzgarantie, aber irgendwas in die Richtung wird er schon haben, oder was heißt in die Richtung, aber der wird schon häufiger spielen, als es vielleicht ohne Kapitänsamt tun würde. Deswegen würde ich auch den gern vorne ausgetauscht haben, aber da haben wir ja gerade einfach nichts, ne, auch ein Förster verletzt, ein Eckler verletzt und so, die da vorne eigentlich auf der Position spielen könnten. Ja, sonst die Aufstellung ja mehr oder minder so fast zu erwarten. Klimovic vorne vielleicht eine kleine Überraschung, dass da kein Kalajdzic spielt. Man auch einen Klemetic reinbringen könnte für Castro oder die Davi. Kann schon mir auch so gerne machen im nächsten Spiel. Abwehr war so auch zu vermuten, weil ja jetzt erstmal nichts kam, ne? Kein Mavropanos zurück oder sowas. Der scheint aber wieder fit zu sein. Also ganz sicher für Leverkusen, für Mainz noch fragt. Ich glaube, das ist der aktuelle Stand. Habe jetzt hier natürlich auch gerade keine Pressekonferenz mit drin, weil, ne, Thema Trailer, habe ich auch das Video dazu gemacht. Habe jetzt hier aber die Pressekonferenz nicht abgewartet, nehme ich ja, also ich schaue sie mir trotzdem an, aber ich verwerte sie nicht mehr so wie sonst in den Trailern. Deswegen sind mir jetzt erstmal auf die Pressekonferenz ein Ticken weniger wichtig. Sonst hätte ich die ja immer quasi auch am Ende mit reingepackt in den Trailer, aber wie es da aussieht, habe ich ja schon erzählt. Da schaue ich jetzt gerade mal, überlege gerade, habe schon ein paar Ideen, ein paar Versuche gemacht, die mir anderen nicht so ganz gefallen haben, wie man denn da das Trailer-Ding quasi ersetzen könnte. Eine Idee wäre gewesen, das quasi so Stop-Motion-mäßig zu machen. Also einfach statt dem flüssigen Bild halt ganz viele Bilder, ganz viele Screenshots von den Szenen und so weiter und dann halt die auch so ein bisschen, ne, auf doppelte Sicherheit, ich sag mal so eine Art von Comic-Filter drüber zu legen. So wie man es vielleicht auch so von so Sachen kennt wie hier Hand of God und sowas, wenn man die kennt, die da so Fußballmalereien machen und da auch quasi, ja, so Comic-Style halt, ne, dass man die Gesichter nicht mehr perfekt erkennt und sowas. Und da würde auch in Photoshop irgendwas was machbar sein, wäre natürlich ein Haufen Arbeit, diese dann gefühlt pro Trailer 100 Screenshots oder sowas. Immer einzeln den scheiß Effekt drauf, exportieren, bla 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 und so weiter. Aber wäre eine Idee gewesen, habe ich so ein bisschen versucht, aber es sah bisher noch nicht so ganz geil aus und auch keine passende Musik und sowas. Aber irgendwas wird mir da vermutlich noch einfallen. Für Mainz wird es vermutlich nichts geben, weil ich da jetzt dann erstmal ein paar Ideen überlege und mache. Und dann ab nächste Woche Donnerstag geht Schulung wieder los. Dann sollte ich bis dahin hoffentlich die neue Idee haben und auch wieder einen Ablauf haben, damit es wieder relativ schnell geht. Wie jetzt auch die Podcasts, wie jetzt die Stadionvideos, wie irgendwelche anderen Videos, das float quasi mittlerweile relativ gut mit der Übung.
Und auch mit der ne, wenn man es einfach gewohnt ist, ähnliche Abläufe und sowas, ähnliche Schnitte und so weiter. Da auf jeden Fall von trailermäßig irgendwas Social Media Fähiges, weil ich hatte es ja auch immer, sonst immer so gemacht. Deswegen war ja damals mein Instagram-Account weg dann irgendwann, dass ich auch da, deswegen war auch diese eine Minute maximal bei den Trailern immer angedacht, damit es halt eben auch auf Instagram passt und auch auf Twitter passt. Aber vor allem halt Instagram, weil die ja nach einer Minute muss der Scheiß dann irgendwie als Instagram-TV-Video und so weiter dann hochgeladen werden. Weil ich möchte halt so auf der Feed-Page haben, in meinem Feed haben, dass ich einfach angucken kann, fertig ist, nicht nach einer Minute irgendwie draufdrücken muss. Und dann geht's weit bei IGTV noch ein paar Sekunden. Das ist einfach maximal eine Minute, damit es so reinpasst. Gerne auch irgendwie vielleicht, ne? So im Hochformat. Da kommt vielleicht auch für euch noch die Tage, nicht lange, so 30-Sekunden-Video von, wo ich am Bodensee war, wo ich ein bisschen was versucht habe, so ein paar Effekte reingemacht habe. Gibt ja einige kostenlose Templates und sowas. So Spielereien, das sind sowas in die Richtung, halt was Social Media fähig ist, bis maximal eine Minute auch in Richtung Trailer kommt. Ich glaube mittlerweile, außer ich krieg die Lösung scheiter hin mit dieser Comic-Version, weil ich finde es ganz geil. Müsste ich vielleicht auch Abstand nehmen, einfach von dem Bundesliga-Zeug, ne, von den Bundesliga-Inhalten. Sondern halt da, keine Ahnung, Match-Facts, irgendwas in die Richtung. Immer alles ähnlich, ähnliche Musik und sowas, wie es der VfB auch hat. Oder hatte letzte Saison, ich weiß nicht, wie es diese Saison mit den Trailern bisher aussieht. Aber letzte Saison hatten sie ja quasi immer dieselbe Musik, immer gegangen, 15 Sekunden lang, 20 Sekunden lang, dass es auch so in die Richtung geht. Und das ist halt auch Social Media fähig quasi, ne? Hochformat, man kann ja mittlerweile auch auf YouTube Videos im Hochformat hochladen und das dir quasi über einen kompletten Screen anzeigen lassen und nicht mehr so mit scheiß schwarzen Rand rechts und links. Also irgendwas in die Richtung wird es geben, was genau weiß ich noch nicht. Am besten natürlich trotzdem irgendwas, ne? Mit Szenen oder sowas, oder mit Screenshots oder wie auch immer, mit veränderten Sachen, mit bearbeiteten Sachen von dem letzten Spiel halt, vor dem Spiel gegen Mainz jetzt zum Beispiel, vom Freiburg-Spiel, oder halt irgendwas in Richtung Matchfacts, ne? Bei Freiburg, ja, die habe ich jetzt nicht genug verfolgt, um zu gucken, ob die jetzt quasi vorhersehbar war oder halt nicht. Der Keeper war vorhersehbar, nachdem sie den ersten paar Tage davor geholt haben. Dieser neue teure Einkauf im Mittelfeld war auch noch nicht dabei, der war auch noch zu kurzfristig. Und ja, ne, das war jetzt eigentlich alles in allem für den neutralen Betrachter bestimmt auch ein interessantes Spiel, ein gutes Spiel. Bin jetzt hier beim Kicker immer am Start, Spiel 0-2. Spieler des Spiels Petersen, klar. Und wenn man da halt mal so ein bisschen durchgeht, also auch vom Stadionerlebnis her, fangen wir mal da an. Ich war ja im Stadion. Der Stadion-Vlog scheint mir hier auch zu gefallen, ist auch ganz nice. Da mit der neuen Kamera rein und sowas hat alles funktioniert. Also top, bin auch selber auch sehr zufrieden mit der Qualität. Also man kann wirklich, das ist gar kein Stress da im Stadion. Ne? Wir kamen da, ich glaube, eine halbe Stunde vor Spielbeginn waren wir drin, also relativ optimal. Du musst da wirklich auch, ne, dem Typen halt deinen Gesundheitsbogen, ausgefüllten Gesundheitsbogen abgeben, den nimmt er sich. Den Rest darfst du behalten, da sieht man noch da hinten, ne, das ist ja ein Druck dann von 3, 4 Seiten oder sowas, und dann schnappst du halt nur das unterschriebene Ding, den Rest darfst du behalten, wo drin steht, wie du dich verhalten musst und so weiter, muss halt wie immer, ne, Hosentaschen leer und bla 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 und dann dich umdrehen, dann wirst du ein bisschen betatscht, oder betatscht, wirst halt ein bisschen kontrolliert, also nichts Besonderes, nur dass du halt dieses Ding da abgeben musst und eine Maske tragen musst, auch über das Spiel hinaus, was auch irgendwo klar war, hat mich schon gewundert, als man die Tickets gekauft hat, dass du ja dazu Fürth hockst, dann sind 2 Plätze frei, hockst wieder zu Fürth, hinter dir sind auch 4 Plätze, also immer so Achterblöcke, also vier unten, vier oben, und dann quasi 2 oben, 2 unten frei, und dann wieder 4 oben, 4 unten zusammen, da war klar, weil, ne, außer du konntest es ja machen als Dauerkarteninhaber, bis zu 4 Karten zu bekommen, dann hättest du ja quasi deine ganze Familienstange einladen können, und dann wäre das kein Stress gewesen, aber so, saß ich jetzt mit einem Kumpel zu zweit und neben mir saßen dann auch 2 Fremde, waren glaube ich auch beide sogar die einzigen im Stadion sind, also da ist logisch, da kannst du ja nicht ohne Maske rumhocken. Und auch die Maske hat wirklich, das fällt dir halt auch irgendwann im Spiel nicht mehr auf, dass du diese Maske trägst, so. Ne? Kriegst ja auch ganz normal Luft, wie jetzt, gibt's auch einige Videos, glaube ich, auf TikTok oder wo auch immer, auf Social Media generell, wo halt, ich bin mir gar nicht sicher, was das genau für ein Begriff ist, woran die das in irgendwelchen Geräten erkennen können. Mit der Luftzufuhr, aber die haben das auch mal gemacht quasi, ne? Maske runter, paar Mal eingeatmet, Maske drauf, paar Mal eingeatmet, der Wert hat sich nicht verändert, also die Luftzufuhr und alles.
ist überhaupt kein Stress und du kriegst diese Maske irgendwann nicht mehr mit, wenn du dich halt aufs Spiel konzentrierst. Es waren, glaube ich, 7.100 irgendwas waren da, also nicht ganz die 8.000. Liegt halt auch daran, dass du halt extrem kurzfristig dran warst, ne? Das erstmal, du warst extrem kurzfristig dran mit Freitag früh. Und dazu, ne, wenn sie gegen Leverkusen dann jetzt am 3. Oktober, ist glaube ich in 2 Wochen, die 12.000 voll kriegen wollen. Klar, das sind, werden sie dann früher dran sein, aber dann müssten sie halt auch bestimmt gucken, dass sie das nicht nur auf Dauerkarteninhaber beschränken, ne? Weil wir haben, glaube ich, 29.000, 30.000 Dauerkarteninhaber, so um den Dreh. Und davon keine Ahnung, wie viele die dann interessiert waren, daran die 8.000 Karten zu belegen. Klar, ne, du konntest auch pro Dauerkarteninhaber 4 Karten holen, also es war eh schon mehr, als ich gedacht hätte. Dachte so maximal 2. Aber dann müssen sie gucken, ne, die haben die 8.000 nicht mal voll bekommen, dann müssten sie halt vielleicht mal gucken, weil wie gesagt, ich sag mal, die Ultras oder Kanzler Kurve, viele, die da Dauerkarten haben, haben vermutlich oder sind ja viel dagegen, ne, wir unterstützen es nicht, geht nur um Kohle, macht für uns noch keinen Sinn, wir wollen erst wieder gehen, wenn alle wieder drin sind. Das heißt, da fällt ein großer Brocken weg. Die Fanclubs ist ja auch nochmal anders geregelt, aber da werden doch vermutlich wahrscheinlich auch ein paar schon Dauerkarten haben. Also ich glaube, also 30.000 Leute werden da nicht im Vorverkauf gesessen sein, auch wenn es mit den Warteschlangen ziemlich lang aussah. Also ich habe immer über 3 Browser quasi, auf dem PC, auf dem Laptop halt über 2 und auf dem Handy. Auf dem Handy kam ich schnell rein, die beiden auf dem PC haben 20 Minuten gedauert, die Warteschlange, also an und für sich war da schon ein bisschen Ansturm da. Aber ich glaube, wenn sie die 12.000 voll machen wollen, was eigentlich mein Punkt ist, dann werden sie ziemlich sicher halt noch Mitglied, das irgendwie noch erweitern müssen. Entweder sie machen wirklich einen freien Verkauf, so wie es früher war, so zack, da ist Mitgliedervorverkauf oder Dauerkartenvorverkauf und 4 Tage später oder so geht's in freien Verkauf. Irgendwie so in die Richtung. Nur dass es zumindest mal, haben wir ja auch einige, das noch auf Mitglieder erweitern und nicht nur Dauerkarteninhaber, weil sonst sehe ich die Chance relativ hoch, dass sie auch die 12.000 nicht füllen werden, wenn sie es wieder nur auf Dauerkarteninhaber beschränken, die an Karten kommen können. Sonst Spiel, ne, ich muss wirklich sagen, es war relativ vorbildlich, oder was heißt relativ vorbildlich, was ich gesehen habe, gab es absolut überhaupt gar keine Probleme in dem Umkreis, wo ich saß, mit Maskenpflicht und sich an Abstände halten und bla bla und sich gescheit verhalten und sowas, alles gar kein Stress gewesen, wie gesagt, aus dem, wo ich geguckt habe, ihr habt ja die Stadionsicht gesehen, wenn nicht, gerne den Vlog angucken, es war mittig in der Kanzler Kurve, es war Block 34 müsste es gewesen sein, also, ne, alles kein Stress. Auch wir saßen ja quasi direkt vorm Gang, würde ich jetzt mal sagen, oder halt bevor es dann runterging zur Kanzler Kurve, die jetzt natürlich auch irgendwie, keine Ahnung, bestuhlt komisch aussieht, das ist ja eigentlich ein Stehplatz, also auch ungewohntes Gefühl, ungewohntes Bild, generell das ganze Stadion, wenn du geguckt hast, ne, das wirkt halt schon nochmal anders, wenn da 7.000 drin sind und nicht 60.000. Aber da, wie gesagt, direkt vor uns waren auch viele Ordner, die ja auch wirklich relativ solide immer zu uns geschaut haben, da beobachtet haben. Und wie gesagt, groß was einzugreifen gab es da nicht. Ich habe da nichts mitbekommen, was irgendwie schlecht gelaufen wäre. Aber so organisatorisch und so, ne, ist das Stadion für mich da jetzt kein, also in der Auslegung, so wie sie es gemacht haben, kein Gefahrenort oder whatever. Das Spiel geht natürlich auch so einen Ticken langsamer vorbei, muss ich wirklich sagen. Wenn man 60.000 im Stadion hat, dann kommen die Fangesänge, hast was zu tun richtig. Du bist das Bild gewohnt, so bist da wirklich ganz ehrlich, ne? Erstmal so ein bisschen aufs Spiel konzentrieren, gucken, warte mal, wo kommt denn jetzt der Fangesang schon wieder her, aus welcher Ecke kommt der? Wie viele sind jetzt hier? Oh, guck mal, da hinten hocken auch welche, ja, ist wieder lustig aus. Das Spiel ging wirklich gefühlt 120 Minuten vom Zeitgefühl und nicht 90, sonst geht ein Spiel ja gefühlt saumäßig schnell vorbei im Stadion, weil du einfach was zu tun hast, alles ist gewohnt. Aber so war es ein bisschen ungewohnt und so ging das Spiel gefühlt einen Ticken langsamer vorbei. Und zum Thema Fangesänge und Stimmung, klar, am Anfang war ein bisschen gut Stimmung dabei, ne? So Anfang, geil, wieder Bundesliga-Spieler kommen rein, bam. Und dann, ne, wenn halt schnell oder seid schnell, aber wenn du irgendwann 3-0 hinten liegst, auch wenn wir selber Chancen hatten, ich komme gleich zum Spiel, keine Sorge, dann ist da erstmal Totenstille und du hast halt auch einfach keine organisierte Stimmung. Hast du ja nicht. Das war eigentlich meistens dann darauf passieren, dass irgendeiner aus irgendeiner Ecke ganz hinten richtig lauten Fangesang versucht hat anzubrüllen. Wenn er Glück hatte, hat irgendwer halt mitgemacht und dann, ne, hat sich's weitergezogen, dann wurde es immer lauter, dann haben wir immer mehr mitgemacht. Du hast ja keine organisierte Stimmung, das fehlt halt tatsächlich schon. Am Ende, ne, das war wieder deutlich lauter als, oder wirkte deutlich lauter als 7.000, logisch, weil einfach nur was drin war, ne? 1:3, 2:3, große Chancen, Elfmeterszenen,
selbst kurz vor Schluss noch Clement mit dem Fernschuss, der fast zum 3-3 reinschießt. Da war nochmal Top-Stimmung und nach dem Spiel wurde den Spielern applaudiert. Da war nochmal Top-Stimmung. Aber so irgendwann um dieses 3-0 drumherum war tatsächlich wirklich Totenstille. Aber sonst kann ich das wirklich, wie gesagt, war ja für mich auch so eine Art von, gucken wir mal, wie das ist, gefällt mir das. Aber ich glaube, ich werde da dranbleiben. Würde mir in die Tasche lügen, wenn ich sagen würde, ja komm, jetzt habe ich es mal gemacht, jetzt reicht's wieder. Nee, oder selbst davor, selbst wenn das Erlebnis nicht so krass gewesen wäre, hätte ich mir in die Tasche gelogen, hätte nicht gesagt, ich nutze die Chance nicht, wenn ich wieder ins Stadion kann. So, ich werde auch gegen Leverkusen gucken, als ich wieder an Karten komme. Ich weiß nicht, ob, oder was heißt gucken, ich bin mir ziemlich sicher, diesmal, dass ich an Karten komme, nachdem der Vorverkauf ja auch, sag mal, wenn du an die richtig guten Karten wolltest, musstest du schon mehr oder minder schnell dran sein, aber auch nicht so krank schnell wie bei Auswärtskarten oder sonst wie, wo du gefühlt von 4 Minuten dran sein musstest und sonst war es das gefühlt. Ich war trotzdem wieder nach 4 Minuten, 5 Minuten raus, hab die Karten gehabt, weil ich dachte, es kommt halt so ein Riesenansturm. Aber du konntest ja selbst noch am Spieltag selber halt in der Türke Markove oder so Karten kaufen. Also die Chance ist relativ hoch oder ich gehe davon sicher aus fast, dass ich gegen Leverkusen auch wieder an Karten kommen werde, wenn ich da auch wie immer ne, direkt am Anfang wieder dran im Vorverkauf. Oder was heißt Vorverkauf? Einfach im Verkauf, weil bisher ist noch nicht klar, ob es weiter rausgeht als nur die Dauerkarteninhaber. Dann weiß ich gar nicht, weil es ist ein 6-wöchiger Betrieb, aber dann heißt das in 6 Spieltage, weil 6 Wochen würde heißen, wir haben nur zwei Heimspiele in der Phase, weil ja noch eine Länderspielpause kommt. Oder ob halt 6-wöchige Phase heißt, 6 Bundesligaspiele, dann hätte man natürlich noch ein drittes Heimspiel in dieser Testphase, die bisher an dem Wochenende klang es ja so, als hätte es überall gut funktioniert. Also hoffen wir mal, ne? Hast natürlich auch eine große Verantwortung, darfst natürlich auch keine Scheiße bauen, ist auch logisch. Es kommt auch so ein bisschen mit dem Stadion, ne? Zu merken, jo, du bist hier gerade schon so ein bisschen Vorreiter, ne? Bundesliga auch allgemein wie ganz anderen Ligen Vorreiter. In England wurde es nochmal verlängert, weil es einfach ne, noch nicht klappt. Also, wie gesagt, gutes Erlebnis, Stimmung natürlich immer noch ungewohnt, allgemein das Gefühl dort ungewohnt, aber einfach wieder schön im Stadion zu sein und hat ja auch alles vom Hygieneaspekt, vom organisatorischen Aspekt, nach meiner Ansicht nach, nach dem, was ich gesehen habe, alles gut funktioniert. Gehen wir zum Spiel. Fängst du nach 8 Minuten ein totales Bobby-Tor, allgemein alle 3 Kisten, die du kassiert hast. Also, es ist halt wirklich, ne, und wenn du dann auch noch guckst, dass dann alle 3 Verteidiger hinten eigentlich mehr oder minder gestandene Bundesligaspieler sind. Kempf, Anton, Kaminski, alle Bundesliga-Erfahrungen, es sind nicht die ganz, ganz Jungen dabei. Das sind nicht die, die zum ersten Mal auf dem Platz stehen. Ich glaube, wir hatten insgesamt 7 Leute am Ende, die das erste Mal Bundesliga gespielt haben, in diesem, von den 15 Leuten, die am Ende dran auf dem Platz standen. Wir waren dazu, haben wir 4 Auswechslungen gemacht. Da muss ich wirklich schon denken, leck mich am Arsch, weil das 1-0 war pervers schlecht verteidigt, ne? Keine Ahnung, da ist gar keine Zuordnung. Kopel macht auch einen Schritt raus, den er mir erstmal persönlich erklären muss, was das soll. Petersen köpft ihn rein. Danach haben wir die Riesenchance von Mangituka, ne? Eigentlich an sich. Im Stand dachte ich, boah, den musst du doch machen, aber er hat eigentlich alles richtig gemacht, ne? Ne? Hättest du bald noch so ein bisschen mehr, klar, Keeper war, glaube ich, noch dran, aber auf jeden Fall hätte er bald noch ein bisschen mehr Speed gehabt, dann wäre es zum 1-1 gerollt, so kam der Heinz noch ran. Ich weiß gar nicht, ob die, ich glaube, die Mangala-Chance war noch 0-2, weil das war ähnlich schlecht verteidigt, oder was heißt schlecht verteidigt, das war mehr Freiburg als wir eigentlich fast, weil der Freistoß war gut ausgeführt, der war einfach dumm, ich weiß nicht, wer es war, ich glaube, die Darby war es, der da einen an der eigenen Eckfahne sinnlos, weil er einfach nicht wach genug ist, weggesäbelt hat. Und dann halt hier, ne, Petersen mit der Hacke und der andere staubt halt ab, ne, was soll Kobel noch viel mehr machen, als ihn irgendwie wegzutreten, abklatschen zu lassen den Ball. Ja, steht 2-0, erstmal eine Top-Stimmung nach dem Motto, yo, willkommen in der Bundesliga. Dann die große Chance von Mangala, die eigentlich jetzt gar nicht so groß wirkt, weil er das Ding halt 15 Meter rechts daneben geschossen hat, so gefühlt, aber ne, das war ja auch gefühlt, der war 13 Meter frei vom Tor. Ne, wenn du einfach eiskalter bist, dann fällt das so ein Ding und dann kommst du eigentlich zu einer Halbzeit, wo du erstmal im Stadion ist immer noch ein Ticken negativer, auch zum Schiri hin noch ein Ticken negativer, weil generell, der hatte seine Szenen, weswegen er hier auch beim Kicker die Note 5 bekommen hat, ne, das geht so ein bisschen weiter bei uns, wie letzte Saison, haben wir glaube auch, keine Ahnung, wenn man die ganzen Schiris mal ausrechnet, zusammen von den ganzen Spielen, keine Ahnung, ist der Schnitt vielleicht bei 4 oder sowas, aber wir hatten da auch schon Schiris, die eine 5,5 hatten und eine 5,0 und sowas. Also es geht schon immer wieder weiter bei uns, zu den Szenen kommen wir später, aber generell so im Spiel hat er nicht krass viel falsch gemacht oder hat er halt so 1-2 Szenen, die er halt dafür
dicke waren, oft im Zusammenhang mit dem VAR dicke waren und deswegen zu der 5 geführt haben. Weil das Spiel war halt eigentlich generell relativ unaufgeregt. Dann gehst du da halt zur Halbzeit raus und dann gibt es schon die ersten Pfiffe. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie viel da jetzt an Schiri ging, wie viel an die Spieler ging. Oder bist halt im Stadion immer, deswegen auch immer, musst du ein bisschen mit bisschen Abstand rangehen, auch hier in den Podcast. Weil ich versuche, das mal nicht quasi direkt, geht auch an sich nicht, oder habe ich auch an sich keine Lust drauf, wenn ich ehrlich bin. Aber das quasi Gefühl, wenn ich nach Hause komme, nach dem Stadion direkt aufzunehmen, oder bist dann noch ein bisschen voreingenommen durch das Stadion, das ist alles vielleicht ein Ticken emotionaler, ein Ticken negativer, deswegen das dir erstmal super geil angekommen in der Bundesliga. 2-0 hinten, was eine Scheiße bisher, obwohl wir eigentlich rein von den Chancen her und alles, hatte Freiburg, ja, ich glaube in der ersten Hälfte hatte Freiburg noch das 3-0 durch Abseits aberkannt bekommen. Aber wir waren dann sicher gar nicht so schlecht. Wir hatten auch Ballbesitz, wir waren eigentlich gar nicht so schlecht dabei. Man hatte nur das Gefühl, dass es wie in der zweiten Liga war. Es war bisher wie in der zweiten Liga. Das war halt einfach das böse Gefühl daran. Du hast viel mehr vom Ball, hast viel mehr vom Spiel, bist vorne zu blöd, die Dinger reinzumachen und kriegst sie hinten mit jedem Angriff eine Kiste rein. Das war 1-1 wie in der zweiten Liga, nur seit der ersten Liga noch mal mehr bestraft wirst vom Gefühl her. Dann gehst du nach der Halbzeit rein, keine Auswechslungen, auch wieder so eine Halbchance von Massimo war es, glaube ich, auf rechts, oder von Mangala, eins von beiden. Und direkt im Gegenzug, wenn es ja auch ein 3-0, keine Ahnung, Alter, das hätte ja eine E-Jugend besser verteidigt. Also da wurden sie ja mal locker hergespielt, das war der Wahnsinn. Aber dann muss man halt einfach sagen, wir sind dran geblieben. 60. Minute, 65. kamen zwei Wechsel, Clement für Castro fand ich gut, Kalcic für Gaminski auch, volle Kanne nach vorne, offensiv, auch ein gutes Zeichen, und das Team ist dran geblieben. Dann kam ein bisschen Stimmung auf, Team ist dran geblieben, wir hatten Chancen, Freiburg hatte nicht mehr krass viele Chancen, dann fällt es 1-3 nach einem, ne, das ist halt dieser eine Zaubermoment von Didavi, der spielt im Spiel auch viele langweilige Pässe, viele, die nicht ankommen, behält den Ball mal ein bisschen zu lang, weil er einfach, keine Ahnung, vom Gefühl her nonstop auf diesen Sensationsball wartet. Und da kam er halt dann mal, kommt durch, Kalajdzic auch Top-Lupfer, sauberes, schönes Tor, 1-3. Dachte ich, okay, yo, 70. da ist vielleicht noch was drin, wenn sie jetzt ein bisschen mehr Gas geben, dann kommen die Wechsel noch. Cissé kommt rein für Massimo. Ja, Massimo, der auch nicht so ein überragendes Spiel gemacht hat am Samstag. Al-Ghadoui kommt für Klimovic, der halt wirklich auch mit am wenigsten vorne ist. Akzente setzen konnte leider. Und dann, ne, kommt diese Elfmeterszene, die du im Stand gar nicht mitbekommen hast, diese Handszene nach dem 1-3. Ich habe es nur später auf Twitter gesehen und sowas, weil ich saß ja auch am anderen Ende vom Stadion, das hast du gar nicht groß gesehen. Wurde ja auch nicht überprüft scheinbar und gar nichts. Nur ein kurzer Aufschrei von der Ecke von Fans, die da in der Nähe saßen. Auch keine großen Diskussionen von Spielern, aber das ist halt einfach ein Handspiel. Brauche ich da groß viel mehr zu sagen, es ist ein Handspiel, der geht mit der Hand aktiv zum Ball, er berührt mit der Hand aktiv, er berührt ihn im 16er, wer war der Offizielle, die Bibiana Steinhaus oder scheißegal, wer da hockt, muss das erkennen, so einfach ist es, die hat da keine Angst von der Szene, außer denen ist die Szene auch durch die Lappen gegangen, was auch ein bisschen peinlich wäre, weil wurde ja scheinbar auf dem Platz auch nicht oder irgendwie scheinbar nicht kommuniziert oder halt nicht angeschaut oder sowas, das Spiel wurde nicht mal kurz angehalten oder so, deswegen ging einfach flüssig weiter. Aber wenn du so ein Ding siehst, und ich gehe mal davon aus, dass sie die Szene hoffentlich gesehen haben und es denen nicht durch Lappen gegangen ist, das hieß das Ding gefühlt wieder in, klar, die haben auch keine 5 Minuten Zeit dafür, aber dann siehst du das Ding in einer Minute auch 10-mal, 20-mal in Slow Motion, wie das Ding an der Hand klatscht im 16er und du gibst dem Schiri kein Zeichen und du pfeifst das Ding nicht als Elfmeter, also tut mir leid. Ja, ich weiß nicht, ob ich dazu noch großartig mehr sagen muss, aber das ist ein Elfmeter, fertig, aus. Aber das kennen wir ja aus VfB-Fans mittlerweile auch. Das öfter noch in der zweiten Liga, dass du so oft Elfmeter gegen dich bekommst oder so oft Video, wohl, was heißt gegen uns, aber mir fällt ja jetzt gar nicht so viele Szenen ein, die wir gegen uns hatten, die mit Videobeweis großartig Bullshit waren, aber eher in uns Richtung. Es ist so viele Szenen vom Gefühl her, ne, ich kann es gerade auch nicht statistisch beweisen, aber vom Gefühl her, dann stehen mir auch die meisten VfB-Fans zu, hatten wir in der zweiten Liga und haben auch jetzt scheinbar weiterhin so viele Szenen, die uns nicht positiv ausgelegt werden für uns. Es sind nicht alle Szenen quasi nach dem Motto, und deswegen da auch, da ist keine klare Linie, da können die Schiris erzählen, wie lange sie wollen und versuchen, ihren Arsch zu retten, solange sie wollen, oder den Arsch zu retten von denen, die Regeln den Schiris vorgeben und so weiter, solange sie wollen.
Aber da ist keine klare Linie, weil so ein Ding ist auch wieder eins nach, obwohl Handspiel ist auch quasi ja fast eine faktische Entscheidung wie Abseits, also das Ding musste pfeifen. Das Anton-Ding später, war scheinbar auch nochmal eine andere Aktion, ne, weil noch nicht ausgeführt und sowas. Aber an und für sich sind es beides Elfmeter, wo du nach dem Spiel sagen musst, als VfB-Fans sagst, jo, musst du eigentlich pfeifen, weil, Argument, erstmal, aus meiner Sicht ist ein Elfmeter, dann auch quasi belegtes Argument, wurde alles schon mal gepfiffen. Das ist das Schöne, was man gerade immer sagen kann. Ne, nach dem Motto, musst du nicht pfeifen, aber wurde alles schon mal gepfiffen. Und solche Elfmeter, habe ich auch im Stadion, glaube ich, sogar live gesagt quasi, solche Elfmeter bekommen wir ausnahmslos gefühlt nie. Oder irgendwelche Szenen für uns ausnahmslos gefühlt nie. So Elfer nach dem Motto, yo, gut, grenzwertig, oder was heißt grenzwertig, aber gut, nicht 100% eindeutig, quasi kein Ding, wo man sagen muss, den musst du pfeifen, das geht gar nicht anders. Sondern einfach Dinger, ne, wurde alles schon gepfiffen, aber wir bekommen es nicht. So, das ist so das Gefühl, was da so rauskommt. Machen trotzdem das 2-3 mit Silas, da auch mal schön, einfach Tempo, Füße durchgesetzt, reingeschoben, das Ding 2-3, und dann wird nochmal richtig hype im Stadion. Ende noch eine Szene mit Clement, das Ding, was ekelhaft vom Keeper auftitscht, auch richtig gut gehalten vom Torwart, den man von hinten auch schon fast drin gesehen hat. Natürlich die Anton-Aktion, ne, was wie gesagt laut Kicker auch kein Elfmeter gewesen wäre, sondern halt irgendwie gelb oder so, weil der Freistoß noch nicht ausgeführt war. Aber auch ein Ding, ne, der umpackt den komplett. Also an und für sich zumindest mal das Verhalten könntest du bestrafen von dem Verteidiger oder wer das da war. Ne, also zur Schiri-Leistung. Wie gesagt, unaufgeregtes Spiel eigentlich, aber halt so 2-3 Szenen gab's, die halt richtig in die Hose gegangen sind. Und so muss man am Ende sagen, ist sehr, 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 sehr schade, auch wenn man die ganzen Infos hier mal durchgeht. 64-36% Ballbesitz, 8-5 Chancenverhältnis, 7-2 Eckenverhältnis, 26-7 Torschüsse. Das ist, ne, das alte Bild, kriegst hinten zu einfach die Tore und zu schnell die Tore. Gegner ist zu eiskalt, du vorne nicht und deswegen verlierst du oder nimmst zumindest keinen Punkt mit. Der Punkt wäre am Ende, ne, glasklar verdient gewesen. Ich weiß nicht, ob es böse ist, davon zu reden, dass es ein unverdienter Auswärtssieg war, aber es war auf jeden Fall ein sehr glücklicher Auswärtssieg am Ende. Aber gut, Freiburg ist halt auch keine dahergelaufene Truppe, die haben auch so gefühlt, ne, die gewinnen so oder holen in der Art und Weise öfter ihre Punkte. Um Sinn, das ist einfach auch eine Qualität, so eiskalt zu sein vorne. Deswegen sehr, sehr schade, aber sehr, sehr gutes Zeichen vom Team, wie sie da zurückgekommen sind. So ein junges Team, wie sie da zurückgekommen sind. Also nicht verkehrt, kann man auf jeden Fall drauf aufbauen. Hat man erstmal nach dem 3-0 ein schlechteres Gefühl gehabt, aber so am Ende kann man zufrieden sein. Die Spieler wurden auch beklatscht, ne? Jetzt muss halt darauf aufgebaut werden. Kann es dann noch so ein bisschen unter Naivitäten sowas ablassen, aber ne, jetzt muss er weitergemacht werden. Sehr, sehr schade, ein Punkt wäre verdient gewesen. Kann ich nochmal kurz die Schiri-Leistung nochmal vorlesen, hier, wie es der Kicker geschrieben hat. Bot eine unaufgeregte Leitung in einem schwierigen Spiel, allerdings mit entscheidenden Fehlern und zuweilen ohne klare Linie bei der Zweikampfbewertung. Höhler hätte nach seinem Tritt gegen Anton Gelb-Rot sehen, 38. Minute, und Lienhards aktives Handspiel durch VAR-Hilfe zu einem Strafschuss führen müssen, 75. Höhlers Ringereinlage gegen Anton, 90+4, im Strafraum wäre kein Elfmeter, aber gelbwürdig gewesen, weil der Freistoß noch nicht ausgeführt war. Auch nach dem Spiel hat auch Thomas Hitzesberger einen Tweet abgelassen, Ergebnis und VAR enttäuschend, dafür aber großes Lob an unsere Fans für die super Unterstützung und die Disziplin bezüglich Einhaltung der Hygieneregeln. Noch größeres Dankeschön an unsere VfB-Mitarbeiter, die seit Mittwoch alles getan haben, um dies möglich zu machen. Ja, kann man so stehen lassen. Auch nochmal weitere Tweet, ganz ehrlich, nach dem 0-3 so zurückzukommen, spricht enorm für die Mannschaft. Eigentlich musst du mindestens noch einen Elfmeter bekommen und du arbeitest dir eine Chance nach der anderen raus. An einem guten Tag geht das Spiel unentschieden aus, bin tatsächlich guter Dinge. Und auch wieder hier Vertikalpass, auch getweetet, das schöne X-Goals, also Expected Goals, 3-2 oder 3.2 zu 3.1. Also das Spiel wäre eigentlich ein 3-3 gewesen. Rein statistisch, aber wie gesagt, ne, manchmal will es einfach nicht. Manchmal will es einfach nicht stimmen zum Spiel. Hat mir auch ganz gut gefallen, alles sehr reflektiert, alles sehr, was heißt zufrieden, aber hier, ne, wir haben vor allem in der ersten Halbzeit viel Ärger gezeigt, sagt Castro. 2 einfache Gegentore bekommen, Moral bewiesen, 2-3 rangekommen, müssen eigentlich auf Peter bekommen, nehmen sehr viel mit aus dem Spiel und so weiter. Es geht auch so in die Richtung.
Auch der Streich sagt am Ende etwas Glück, dass wir das Spiel gewinnen, nicht mehr Kontrolle über das Spiel gehabt am Ende. Weil er hat so auch viele positive Sachen, die wir mitnehmen können. Also, ne? Klar ist auch mehr oder minder Standardsprüche nach dem Spiel, aber da hatten wir schon deutlich schlecht, da bin ich schon deutlich schlechter aus Spielen rausgegangen, auch mit der Mannschaft. Hat nämlich auch schönes ZDF nochmal verkackt, ZDF Sport. Hat Social Media mäßig, glaube ich, auf Twitter auch rausgehauen, auf Instagram rausgehauen. So jung ist die Bundesliga. Durchschnittsalter eingesetzter Spieler am ersten Spieltag. Also unsere 15 Spieler. Und kommen bei uns aus irgendwelchen Gründen auf 26,47 Jahre. Hat auch hier schon einen User nachgerechnet. Habe ich auch nochmal nachgerechnet. Keine Ahnung, die Sportschau hat, das ZDF Sportstudio hat irgendwie scheinbar durch 14 geteilt oder irgendwie sowas. Denn wenn man unsere ganzen Spieler, ganzen Alter draufrechnet, dann muss man auch dazu sagen, dass Clement, ich glaube Clement war es, aber auf jeden Fall als irgendwer von eingesetzten Spielern quasi auch nach dem Spiel noch Geburtstag gehabt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, da habe ich quasi auch nochmal ein Jahr, ist unser Team quasi auch im Durchschnitt, oder nicht im Durchschnitt, aber der eine Spieler halt, der dann auch im Durchschnitt mit drin gerechnet ist, quasi noch ein Jahr älter, als eigentlich an dem Spieltag. Aber die haben scheinbar irgendwie durch 14 gerechnet, mit 3 Auswechslungen und nicht mit 4 Auswechslungen, die wir hatten, also durch 15. Denn dann kommen wir auf 24,5 Jahre. Und dann sind wir auf Platz 3. So wären wir mit 26,47 Jahren auf dem 1, 2, 3, 4, 5 letzten Platz gewesen. So sind wir hinter Mainz und hinter Leipzig. Wären wir, wenn die Statistik hier richtig gewesen wäre, weiß ich, ob sie auch noch irgendwo sonst einen Bock geschlagen haben, aber unsere ist schon mal falsch. Werden wir auf Platz 3 mit 24,5 Jahren das drittjüngste Team. Weil er hat mich auch erstmal gewundert, hä, ob wir so weit unten sind, wir haben einen saujungen Kader, das macht ja gar keinen Sinn. Einen 17-Jährigen eingewechselt, einen 19-Jährigen in der Startelf und so weiter. Was labern die? Schon mal nachgerechnet. Falsch. Hier zur Sache Zugänge, Abgänge, ne, kam scheinbar noch ein bisschen das heißt Wind rein, aber es hieß ja eigentlich immer, oder man hatte immer das Gefühl gehabt, oder passiert gar nichts mehr. So scheint es dann doch nicht zu sein. Vielleicht passiert noch was, so nach dem Motto, vermissen hat Felsesberger die Aussagen, vielleicht passiert noch was. Schauen wir mal, wenn, dann muss der Top in diese Gruppe passen, also mal gucken. Ne? Bis zum 4. Oktober ist das Ding ja noch offen, schauen wir mal, ob sie noch irgendwas tut. Dann gehen wir weiter mit ein paar aktuelleren Infos quasi, die jetzt nichts unbedingt was mit dem Spiel zu tun haben. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zeichnet am 1. Oktober zum Tag der Deutschen Einheit 15 Bürgerinnen und Bürger mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland aus. Unter den Geehrten ist auch der VfB-Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzesberger. Da geht auch erstmal Gratulation raus von meiner Seite. Herzlichen Glückwunsch. Sehr, sehr geile Aktion. Dann hier weitere, eigentlich auch eine geile Aktion. Bei der Nachhaltigkeitsstudie, die Vereine im Ranking, so fair sind ihre Shops, schaffte es der VfB auf einen hervorragenden zweiten Platz. VfB Fairplay, auch eine nice Meldung. Und dann sind wir angekommen beim Mainz-Spiel. Da gibt es auch nochmal, glaube ich, 2, 3 kleinere Sachen, wenn ich hier meine Tabs angucke, die ich hier offen habe. Mainz 3-1 verloren in Leipzig. Das schien auch scheinbar irgendwann so zu sein, dass es ein bisschen höher hätte ausgehen können. Die haben wir in Mainz auch letzten Jahre 3-1 immer richtig schön auf die Fresse bekommen. 3-1 klingt jetzt erstmal noch okay. Ne? War auch, glaube ich, mehr oder weniger zu erwarten, dass die in Leipzig verlieren. Hab das Spiel nicht gesehen, kann sich groß bewerten, wie Mainz gerade dasteht. Kann nur sagen, ne, dass auch noch quasi zusammenhängt mit dem Freiburg-Spiel. Wenn du die Saison schon anguckst, dann musst du eigentlich eins dieser beiden Spiele zumindest gewinnen. Eins der beiden zumindest. Normalerweise, statistisch gesehen, auch gewinnst du zu Hause gegen Freiburg oder verlierst du zumindest nicht. Und jetzt hier, statistisch gesehen, verlierst du in Mainz eigentlich immer. Dann muss es sich halt mal umkehren, ne? Muss es sich halt mal umkehren. Und wir müssen in Mainz gewinnen und nicht in Freiburg gewinnen. Dann bin ich noch ein bisschen mehr zufrieden. Aber wenn du jetzt auch noch in Freiburg mit einer guten Leistung dann trotzdem nochmal verlierst, ist natürlich auch eher so semi-geil. Also vielleicht dreht sich hoffentlich dreht sich die Statistik so ein bisschen um. Und du gewinnst in Mainz und verlierst halt gegen Freiburg. Im Gegensatz zu, wie es normalerweise immer ist. Weil hier, wenn ich jetzt mal gucke, wir haben das letzte Mal in Mainz gewonnen, das war 2005, wenn ich es hier richtig sehe, auf fußballdaten.de. Und das gleiche war auch mit Freiburg. Letztes Mal, als die bei uns gewonnen haben, war auch 2005, glaube ich, letztes Mal. Also wie gesagt, da ist halt wirklich, das geht genau in diese Richtung rein, von wegen, die Statistiken drehen sich hoffentlich um. Weil es ist, was heißt, es ist ein Muss, aber du solltest halt schon nicht mit 2 Niederlagen in Folge
reinhüpfen. Deswegen auch da quasi mein Tipp oder meine Hoffnung, dass du da wenigstens auch wieder einfach 0-2-1 und 1-2 ergauen hast. Aber da es halt statistisch einfach nicht reinläuft, da bin ich ja so ein Fan davon, von Statistiken, solltest du das Spiel wie auch gegen Freiburg selber Tipp quasi zumindest mal nicht verlieren. Das wäre schon mal ziemlich nice, es nicht zu verlieren. Also wäre auch ein Punkt drin, aber ich hoffe einfach auf ein 1-2, 0-1. Bei Mainz ist ja auch nicht krass. So ist ja nicht. Mainz ist ja nicht krass. Die sind bei mir auch da unten fest mit eingeplant gewesen in den Abstiegskandidaten für meine Bulli-Prognose und so weiter, ne? Den Kader anguckt, ja. Ist okay, ist bestimmt auch irgendwo besser als unserer. Das heißt, es ist eh schwer zu bewerten aktuell, ob der besser oder schlechter ist als unserer, weil einfach Bundesliga gefestigter als unsere natürlich, ist ja logisch. Aber was irgendwie groß, krass, fällt mir da auch nichts auf, ne? Ein Quaison ist nicht verkehrt, ein Mateta auch nicht. Und ein paar Leute haste, Kunde Malong, welche rein von den Marktwerten ausgeht, Zentner, da haben sie jetzt ja ihren Müller an Freiburg ausgeliehen. Wir haben den Keeper. Transfermarkt ist bei denen auch, glaub, wenig passiert, ne? Ja, Kilian geholt von Paderborn, Müller ausgeliehen und sonst eigentlich nicht groß was passiert. Lavallee noch geholt, Innenverteidiger von Lüttich ablösefrei. Maxim gegangen, in die Türkei, glaube ich. Was ist das? Gaziantep FK scheint, glaub, Türkei zu sein, ablösefrei. Also, ne? Das ist ein Team, was doch, wie gesagt, wir sind erst am zweiten Spieltag dann, aber trotzdem mal auch dahin geschaut, in Richtung Abstiegskampf, weil jeder Punkt zählt. 2 Euro ins Phrasenschwein. Da solltest du halt schon gucken, dass du das Ding nicht verlierst oder zumindest nicht 2 Spiele am Stück verlierst. Das sollte nicht passieren. Tabellarisch stehen wir gerade auf 14, Mainz auf, nicht auf 14, wir sind auf einem geteilten 12. und Mainz auf einem geteilten 14. Platz. Kann die Saison also gerne so abblasen, quasi direkt, zack, drin geblieben, easy. Schalke ganz unten, ne? Gladbach auch und sowas. Aber wie gesagt, da solltest du natürlich schon mehr holen, mehr Punkte holen als gegen Freiburg. Und Leistung gerne dran ansetzen und vor allem ansetzen an den letzten oder so ab der 60. Minute, ab den Einwechslungen eigentlich. Setz an die Leistung vor allem an. Spieltag ist auch interessant eigentlich, ne? Hast du ein paar, ne, wie gesagt, wir sind erst im zweiten Spieltag quasi vermutlich in Abstiegsduelle dabei, Mainz Stuttgart ist dabei, Bielefeld Köln, Schalke Bremen auch, also sind wir mal gespannt. Dann noch so ein paar kleinere Infos von Twitter noch, in Sachen FIFA, da gibt es ja glaube auch sonst noch keine Werte, auch diese Silas-Karte, weiß nicht, ob die 100% sicher ist, aber ich habe jetzt schon 1000 Mal gesehen und scheinbar ist die sicher. 70er Rating, 89 Pace, 65 Schuss, 73 Passen, 66 Physis, 38 Defensiv, 73 Dribbling und scheinbar hat er auch ein 5-Sterne-Skills, also hui, das schmeckt natürlich richtig. Und dann stell dir mal den Typen mit, keine Ahnung, 1-2 mehr, also mit 1-2 Informs vor oder sowas und dann steht er auf einer 76 oder sowas mit overpowerten Werten, also nices Ding, mal gucken, wie es vom Gameplay aussieht und so weiter. Aber es sieht schon mal nach einer nicen Karte aus für den VfB. Bin mal gespannt, wie viele Goldkarten wir da kriegen. Gonzales Goldkarte zum Beispiel. Ich habe auch, meine ich, irgendwo mal gesehen, dass Stenzel eine Goldkarte hat. Also nur, dass er diese Goldkarte in der Hand hält, noch ohne Werte und sowas. Also mal gucken. Weiß nicht, wann da jetzt die Werte rauskommen oder allgemein die Database endlich voll ist. Weil man glaubt, jetzt die Top 1000, wo wir natürlich auch keinen mit drin haben. Also schauen wir mal. Zumindest haben wir keinen über 77, weil ich glaube, bis dahin geht diese Database von den Werten her, die Top 1000 bisher. Also gucken wir mal. Aber ich hoffe auf ein paar gescheite, spielbare Goldkarten zumindest. Und ne, Karrieremodus auch, also Ultimate Team ist ja trotzdem irgendwann, oder was heißt irgendwann, ist wahrscheinlich auch von Beginn an wenig zu gebrauchen. Aber unsere Spieler und unsere Werte vermutlich, so wie die Bundesliga dieses auch gefickt haben bisher, EA, aber Karrieremodus dann auch geil mit ein paar, oder was heißt mit ein paar, mit einigen talentierten Spielern. Haben sie auch ein bisschen was gemacht, also im Sinne von zumindest die Simulation geiler gemacht. Das reicht ja eigentlich fast schon, böse gesagt, dass der Karrieremodus deutliches Stückchen besser ist als der von diesem FIFA-Teil von FIFA 20. Also schauen wir mal, wie es da weitergeht. Das dritte Trikot wird wohl Freitagnachmittag vorgestellt. Das soll ja scheinbar dann auch gegen Mainz getragen werden, das dritte Trikot. Das hieß ja zuerst, dass es gegen
Rostock im Pokal getragen wird, auswärts, jetzt kommt's da, wurde, glaube ich, auch Gerüchte von wegen, dass das Grün ist und so Geschichten. Da sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt. Und dann noch eine Aktion, Hands of God, vorhin auch schon angesprochen, da habe ich, glaube ich, auch ein, zwei Sachen davon von denen. Haben eine ganz geile VfB-Maske jetzt rausgehauen, haben zwei Sachen quasi zur Auswahl gestellt. Eine mit Hitzesberger Hildebrand, eine mit Gomez und Kakao und ich meine, ist das noch, boah, mache ich mich gerade lächerlich, oder ist das noch Buchwald, keine Ahnung. Haben sie jetzt quasi die beiden zusammengenommen nach dem Voting, zusammengesetzt, heißt, jetzt verkaufen die bald eine Maske mit Torjubel von Kakao und Gomez nebeneinander und der Schuss von Hitzesberger zum Cottbus-Spiel dann, das 1:1 damals. Und der Hildebrand-Jubel, nachdem er die Chance in Bochum gehalten hat, kurz vor Schluss. Und die, natürlich je nach Preis, aber die wird gegönnt, weil die sieht echt unfassbar geil aus, die Maske. Und dann sind wir auch schon am Ende von diesem Podcast. Das heißt schon, wir sind wieder bei 40 Minuten, aber gut. Wird sich wahrscheinlich jetzt auch mehr oder minder immer so um diese 30 Minuten oder sowas drehen wahrscheinlich. Manchmal ein bisschen länger, manchmal ein bisschen weniger. Natürlich auch viel zu erzählen mit dem Spielverlauf, viel zu erzählen mit, wie das im Stadion gewesen und so weiter, wie das Erlebnis war. Was jetzt natürlich gegen Mainz zum Beispiel wegfällt, weil ich da ja nicht im Stadion bin und so weiter und so fort. Aber so um den Dreh wird es vermutlich jetzt auch bleiben, weil ich packe ja beide Podcasts in einen zusammen. Und dann schreibt mir eure Prognose rein oder gerne euer Feedback. Habe ich schon einiges gelesen unter dem Stadion-Vlog. Feedback zum Spiel und so weiter. Aber gerne auch da wieder zum Freiburg-Spiel, zum VfB allgemein gerade, was da so abgeht. Auch weiterhin gerne die Vorschläge oder Ideen zum Trailer ersetzen oder halt nicht ersetzen. Und dann, was glaubt ihr, wie es gegen Mainz ausgeht, der ganze Spaß, eure Prognose, wie ihr Mainz einschätzt und so weiter. Vielen Dank fürs Zuhören auf Spotify und YouTube und dann natürlich auch fürs Zugucken, auch wenn da nicht viel zu sehen ist, aber ist ja immer noch eine Video- und Anschauplattform YouTube, also auch da danke fürs Anschauen. Wie gesagt, immer Quellen, Newsquellen, Internetartikel und so weiter, Webseiten, alles unten verlinkt auf YouTube in der Videobeschreibung. Und dann bis zum nächsten Mal.